Park Wii, Pikachus großes Abenteuer. Ich hätte selber nicht gedacht, dass ich jemals dieses Spiel mit euch spiele, aber es wurde mir aus vielen Ecken und Enden empfohlen und natürlich müssen wir das Game auch mit einem gewissen Nostalgie- und Kindheitsfaktor betrachten. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Leute, die eine Wii besaßen, haben mit diesem Spiel großartige Erinnerungen und ich möchte jetzt so ein bisschen rausfinden, wo die herkommen. Und damit herzlich willkommen zu meinem Blind Let's Play Pokepark Wii 1, Pikachus großes Abenteuer. Wie ihr schon rausgehört habt, ich habe das noch nie gespielt, aber im Stream wurde mir das aus wirklich vielen, vielen Ecken und Enden empfohlen, dass das einfach ein sehr unterhaltsames Spiel sein muss. Es gibt wohl auch noch Pokepark 2, das heißt dann nochmal irgendwie anders. Aber ich dachte mir, wenn wir uns die Pokepark-Reihe schon mal anschauen, dann starten wir doch mit dem allerersten Teil, ne? Um einfach zu sehen, wo das Ganze herkommt. Ja, und das Ganze möchte ich mit euch spielen. Ich weiß nicht, was zu den 100% gehört. Ich plane aber, die 100% zu machen. Das mache ich eigentlich immer auf meinem Kanal hier. Wenn ich was spiele, dann mache ich es zu 100%. Oh, hier gibt es irgendwie ein Passwort. Da kann man sich bestimmt irgendwelche Cheatcodes holen. Ich stelle die Textgeschwindigkeit direkt mal hoch, weil ich habe nämlich schon gesagt bekommen, dass das Intro sehr lange geht. Also, da kann es sein, dass ich vielleicht mich ein bisschen durch die Textboxen durchskippe, dass wir hier schnell durchkommen. Aber ja, ansonsten... Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Wie gesagt, ich habe viele, viele positive Resonanz von euch bekommen, dass dieses Spiel sehr unterhaltsam sein muss. Aber seht das Spiel immer ein bisschen mit der Nostalgie- und Kindheitsbrille. Weil ich glaube jetzt nicht, dass man hier jetzt ein Blockbuster-Videospiel erwarten darf. Aber ich glaube, wir kriegen hier einfach ein richtig schönes Feel-Good-Game. So, und Mew taucht einfach auf, alles klar. What the hell? Wir haben hier die Starter aus verschiedenen Generationen. Glumanda aus der ersten. Dann, wir haben Endivi aus der zweiten, ne? Aus Silber und Gold. Und dann haben wir einfach noch Plinfa aus der vierten. Aber da fehlt doch ein Starter aus der dritten, oder? Hier, Kanimani, Flemli und Gekabor. Warum wird denn hier die dritte Generation einfach totgeschwiegen? Und die fallen alle in ein riesiges, mysteriöses Loch, wo Mew sie hingeleitet hat. Verstehe ich das richtig? Ich hoffe, Pikachu überlebt diesen Sturz. Aber ich bin jetzt einfach mal guter Dinge. Oh, cute. Es ist so eine Art Minispielsammlung, aber auch mit so ein bisschen Open-World-Entdeckung, glaube ich. Oder halt Open-Zone-Entdeckung, wie auch immer man das nennen will. Gucken wir mal. Pikachu. Pikachu heißt du also. Das ist aber ein reizender Name. Ich bin Mew und ich habe eine große Bitte. Ich möchte, dass du mir hilfst. Das Himmelsprisma, dem wir Eintracht und Frieden hier verdanken, ist zerbrochen und die Splitter liegen über den ganzen Pokepark verstreut. Ohne die Kraft des Himmelsprismas droht der Himmelsgarten auf den Pokepark herabzustürzen. Ich bitte dich inständig, uns zu helfen. Okay. Ich möchte dich bitten, diese Prismensplitter einzusammeln. 14 Stück gibt es insgesamt und die befinden sich im Besitz besonderer Pokémon hier im Park. Mich findest du im Himmelsgarten, enttäusch mich nicht. Okay, also, das ist die Story. Der Himmelsgarten droht, auf dem Pokepark herabzustürzen. Das klingt krass. Und ich glaube, hier sind wir gelandet, ne? Oh, ein Plauderguy. Hallo. Wie gesagt, gebt dem Game eine Chance. Ihr kennt Pokémon. Da ist das Intro immer ein bisschen lang. Beurteilt das Spiel jetzt nicht anhand des Tutorials. Ich glaube, wir müssen alle erstmal hier ein bisschen reinkommen. Wie gesagt, ich wurde nur gewarnt, dass das Tutorial recht lang ist. Du bist nicht von hier, stimmt's? Oh, ja, wer ich bin, wirst du wissen. Ich bin Plauderguy, der Fremdenführer. Deswegen lese ich jetzt auch so ein bisschen kompakter vor, ne? Du kannst dich ruhig an mich wenden, wenn du Fragen hast. Was, du suchst Glumanda, Plinfa und Endivie? Na, die waren hier irgendwie nicht. Ich bin ja auch nicht allwissend, ne? Du wirst aber im Pokepark bestimmt sie finden. Ich begleite dich, folg mir. Alles klar. Sehr schön. So. Also gerade wie ich mich bewege, ist relativ simpel, Freunde. Wir können springen. Wir haben einen Sprint. Und ich glaube, man kann sogar irgendwie angreifen. Warte mal, lass mich mal ausprobieren. Nee. Okay, mit B richte ich die Kamera aus. Okay. Alles klar. Ich glaube, angreifen kann ich noch nicht. Aber ich habe auch mal irgendwo in dem Video gesehen, dass das Pikachu auch mal irgendwann, glaube ich, irgendwie einen Donnerblitz oder so eingesetzt hat. Irgendeine Elektroattacke. Oh ja, wir können noch deine Fähigkeiten jetzt ein bisschen testen. Ne? Du kannst Kisten kaputt machen, indem du voll dagegen sprintest. Ja, das kriegen wir hin. Den Sprint haben wir bereits rausgefunden. Und dann wissen wir jetzt auch, dass wir damit Gegenstände kaputt machen können. Man spielt das Ganze mit einer waagrechten Wii-Fernbedienung. Hier sind die Beeren. Das ist, glaube ich, so eine Art Währung hier in dem Game. Und dementsprechend spielt man das halt auch mit einem Steuerkreuz. Und ich bin nie der größte Fan davon, ein 3D-Game mit Steuerkreuz zu spielen. Vor allem verstehe ich nicht, warum sie sich für das Steuerkreuz entschieden haben, wenn es hier einfach noch einen Nunchuck gibt, so, der halt einfach eine gute 3D-Steuerung ermöglicht. Ne, also...
keine Ahnung, warum sie jetzt gesagt haben, wir müssen jetzt hier das Ganze mit Steuerkreuz machen. Aber naja, wir geben einfach unser Bestes. So, wir können jetzt hier über diesen wunderbaren Baum hüpfen, ne? Mit zwei können wir springen. Das passt auch. So, Sprint und Sprung kannst du jetzt schon. Jetzt kann ich dich ruhiges Gewissen in den Pokepark bringen. Aber da kannst du dich amüsieren und an Wettstreiten teilnehmen. Zum Beispiel Fangen. Die Leute spielen sehr, sehr gern Fangen. Ich erkläre dir, wie man spielt. Bringt uns jetzt wirklich bei, wie man Fangen spielt? Ich vermute mal, ich bin der Fänger und muss jemanden fangen. So, als Idee. So, und das ist eben eines dieser Minigames. Also ja, Pokepark ist eigentlich so ein Erkundungs-Entdeckungsspiel, immer wieder gepaart mit eben sehr, sehr vielen Yo, einfach weggesmackt, let's go. Einfach mit so vielen kleinen Challenges und allem drum und dran. Irgendjemand hat mir auch gesagt, im Pokepark 2 kann man auch irgendwie so Pokémon züchten und sich so riesige Farmen, so Poke-Farmen bauen und richtig krass. Also es muss einfach so ein richtiges Feel-Good-Pokémon-Spiel sein, was halt nichts mit dem originalen Pokémon-Spiel zu tun hat. So, wir haben jetzt hier Cash bekommen. Oh, ich sehe gerade, die Währung ist hinter meiner Facecam. Ich habe jetzt 20 Bären. Ja, da werde ich mich vielleicht im nächsten Part noch mal ein bisschen umpositionieren. Vielleicht schiebe ich mich rüber auf die andere Seite oder so. Muss ich mal schauen. Für heute bleibe ich jetzt mal hier unten in der Ecke. Und wenn da was Wichtiges auftaucht, zeige ich es euch. Ich weiß halt immer nie bei einem neuen Game, welches ich spiele, wie das Interface aussieht. Ne, ist immer ein bisschen schwierig. Oh, ein Haspirohr. Hi, bist du auch auf dem Weg in den Pokepark? Ist ein richtig geiler Ort, da kann man sich mit Pokémon anfreunden, Spiele spielen. Er befindet sich jenseits des Waldes. Ich mache mich mal auf den Weg. Ja, sehr schön. Haspirohr, weißt du eigentlich, dass deine Erwachsenenversion von sehr, sehr vielen weirden Leuten gesimpt wird? Es tut mir sehr, sehr leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Bleib einfach immer so klein und knuffig, dann bist du safe. So, okay, und wenn die Pokémon so eine Sprechblase über dem Schädel haben, dann kann ich sie ansprechen. Alles klar. Ah, da bist du ja, ich habe auf dich gewartet. Relaxe, versperrt den Weg. Ah, aber du kannst doch eine Elektroattacke einsetzen. Aha, jetzt können wir kämpfen. Jetzt können wir kämpfen. Wende Donnerblitz an, drücke A, aber die Attacke verfehlt ihre Wirkung, wenn sie nicht genau auf den Gegner gerichtet ist. Okay, mit B kann ich jetzt sozusagen die Blickrichtung einstellen. Ja, so. Oh, okay, Donnerblitz geht nur eine gewisse Distanz lang. Let's go! Einfach ein Relaxo angreifen. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn ihr mich fragt. Okay. All good. Butz. Einfach mal kurz Erdbeben-LP. Dankeschön. Jetzt kannst du dich in den Pokepark begeben. Wir treffen uns dort. Sehr schön. Na dann, ab in den Pokepark, meine lieben Freunde. Es ist, oh nee, da ist nochmal ein Plaudergeil. Verdammt, ich dachte, wir können jetzt wirklich dahin kommen. Da bist du ja, ich mag dir noch was geben. Ein Pokepark-Album. Hier werden die Namen all jener Pokémon verzeichnet, mit denen du befreundet bist. Schließlich bereitet im Pokepark nichts größere Freude, als mit vielen verschiedenen Pokémon Freundschaft zu schließen. Überprüf doch die Einträge in deinem Album. Okay. Und dann wollen wir das doch mal ausprobieren. Da gibt es sogar die Statuswerte von Pikachu und ich kann speichern. Alles klar. Plaudergeist, dein Freund. Juhu. Das ist ja cute. So. Deine Freunde. Ah ja, Plaudergeist hier, ne? Sehr geil. Zum ersten Mal bist du ihm am Eingang zum Pokepark begegnet. Er ist der Fremdenführer des Parks. Sprich ihn an, er erzählt dir viele interessante Dinge. Ja, ne, ist Tutorial. Der Tutorial, Otto. Aber, ach du Scheiße. Holy shit. Es gibt in dem Game einfach 193 Pokémon. Was zur Hölle? Das ist ja mal krass. Und hier sind unsere Statuswerte. Energie, Sprint, Donnerblitz, Eisenschweif kriegen wir auch noch als Attacke. Und die Prismensplitter, die wir sammeln müssen. Müssen wir uns mit all den Pokémon dann befreunden? Und, steht mein Name drin? Erscheint neben dem Namen des Pokémon, mit dem du sprichst, das Pokepark-Album? So bedeutet das, dass ihr befreundet seid. Okay, und wenn ich gut befreundet bin, ist ein regenbogenfarbenes Album. Ah, okay. Dann scheint das auf jeden Fall, glaube ich, so eine 100%-Quest zu sein, vermute ich. Sich mit jedem Pokémon regenbogenfarben zu befreunden. So, Schilder kann ich auch lesen. Alles klar. Was hat das Schild uns zu sagen? Hier entlang zum Pokepark. Sehr schön. So, und ich glaube, jetzt haben wir hier diesen Wald schön verlassen. Oh, jetzt, ich bin auf Nein gegangen, verdammt. Warum ist hier auch Nein von Anfang an ausgewählt? Freunde, wir können endlich in den Spieletitel ergebenden Pokepark steppen. Oh, ich freue mich drauf. Ich bin so gespannt. Ich habe gar keine Erwartung. Na, ich weiß null, was mich hier erwartet. Boah, riesige Dialga- und Palkia-Statuen. Epic. Ich
Ich bin so gespannt, einfach dieses Stück Videospielgeschichte. Es ist 13 Jahre her, dass das erschienen ist. Gemeinsam mit euch zu entdecken. Und ich glaube, das gibt vielen von uns einfach nochmal einen ganz anderen Blick aufs Pokémon-Franchise. Ich muss niesen. Meine Nase kitzelt. So. Hi. Pikachu, es geht dir gut. Amanda Plinfort und ich sind hier in den seltsamen Tunnel hier hinabgefolgt. Aber dann sind wir alle in die Tiefe gestürzt und wurden voneinander getrennt. Das hier ist der Poképark. Im Moment befinden wir uns offenbar in einem Abschnitt des Parks, der Grünzone genannt wird. Sieh dir nur dieses satte Grün an. Hier kann man es echt aushalten. Ihr scheint ja richtig dicke Freunde zu sein. Willkommen im Poképark. Ich war schon ein paar Mal zur Entspannung hier. Du solltest die Gelegenheit nutzen, dich auch in einem der vier Spiele hier versuchen. Frag doch das Pokémon in der Nähe des Schildes, ob du es mal ausprobieren darfst. Okay. Wir haben jetzt auch Endivier sozusagen hier aufgenommen. Ein Spiel mit Bisasam? Hi. Schüttelsprint mit Bisasam. Ein spannendes Wettrennen für große und kleine Pokémon. Teilnahmegebühr 5 Bären. Okay. Oh, und schaut mal, mit Endivier sind wir sogar schon beste Freunde. Deswegen ist das regenbogenfarbene Symbol. Was es mit den Spielen auf sich hat, ich werde es herausfinden. Ja, bin dabei. Ach, du willst am Schüttelsprint teilnehmen? Pech für dich. Dein Pokémon in der Grünzone ist es nicht erlaubt, an einem der Spiele teilzunehmen oder eine andere Zone zu betreten. Aber, was Bisaflor nicht weiß, macht Bisaflor nicht heiß. Wenn du es jemandem verrätst, lasse ich dich an meinem Spiel teilnehmen. Wofür sind diese Spiele überhaupt gut, wenn man nicht an ihnen teilnehmen darf? Ich verstehe das Verbot nicht. Komm, Pikachu, lass uns einfach mal versuchen. Mein Spiel ist ein Wettlauf gegen mehrere gegnerische Pokémon. Wenn du innerhalb der Mindestleistung ins Ziel einläufst, hast du das Spiel gemeistert. Normalerweise kostet die Teilnahme am Schüttelsprint 5 Bären, aber von dir verlange ich fürs Erste keine Gebühr. Du bist immerhin der erste Teilnehmer seit langem. Willst du Schüttelsprint spielen? Ja. Geil, du gefällst mir. Da bin ich ja mal gespannt. Presche so schnell du kannst durch den Waldparcours und erreiche das Ziel. Mindestleistung 10 Sekunden, ne? Okay. Schüttle die Wii-Fernbedienung, sobald der Startschuss gefallen ist. Je öfter du sie schüttelst, desto schneller wirst du. Das kriegen wir doch hin. Ah, jetzt kann ich sogar ein Pokémon auswählen, welches ich selber spielen will. Oh krass, ich dachte, man spielt nur Pikachu. Aber man kann hier scheinbar sehr, sehr viele Pokémon auswählen. Das ist ja nice, das gefällt mir. So, 79 müssen wir schaffen für eine Bonusleistung. So. Let's go! Hallo! 7,33. Das ist definitiv die Bonusleistung, Freunde. Let's go! Spiel geschafft! So, was kriegen wir jetzt? Und die Bonusleistung auch noch. Wir bekommen 100 Bären. Let's go! Neue Bestleistung. Und was ist jetzt die Hauptbelohnung? Diese Ladesequenz immer. Glückwunsch, du hast es geschafft. Du selbst hast das Spiel zwar nun gemeistert, aber vergiss nicht, dass deine Freunde ebenfalls daran teilnehmen können. Ach ja, wusstest du das? Sobald einer deiner Freunde die Mindestleistung erzielt, gilt das Spiel auch für dich als gemeistert. Das ist eben wahre Freundschaft. Oh, und hier, das ist für dich. Lol, wir kriegen jetzt schon so einen Splitter? Okay. Hübsch, nicht wahr? Dieser Splitter fiel vom Himmel, während ich hier beim Spiel nach dem Rechten sah. Dann erschien mir Mew in einem Traum und bat mich darum, ihn demjenigen zu übergeben, der als Erster das Spiel meistert. Das bedeutet, er gehört dir. Oh, wir sind auch mit Bisasam befreundet. Sehr schön. Hey, ihr da! Habt ihr etwa an diesem Spiel teilgenommen? Oh boy, Menki und Gekka. Das ist aber Gekkabor. Menki! Ihr wisst doch, dass es in dieser Zone strengstens verboten ist, an den Spielen teilzunehmen. Das war's! Du kommst jetzt sofort mit mir zu Bisaflor. Was? Warum das denn? Nein, lass mich in Ruhe! Lol, die haben einfach Endivier entführt. Vor allem, wir haben teilgenommen und Endivier wird einfach gejietet. Oh nein, das ist ja schrecklich. Das ist meine Schuld, weil ich dich dazu verführt habe, an dem Spiel teilzunehmen. Oh, ich muss Endivier retten. Oh, und Bisasam ist jetzt auch schon mein bester Freund. Ah, okay. Das heißt, wenn wir ein Pokémon treffen, dann ist es wahrscheinlich so normal gefärbt. Aber sobald wir so befreundet sind, ist es so regenbogenfarben gefärbt. Menki sagte, er würde sie zu Bisaflor bringen, nicht wahr? Er hält sich hinter dem Tor auf der anderen Seite des Flusses auf. Alles klar. Sind wir eigentlich schon befreundet? Nee, noch gar nichts, ne? Er hat noch gar keinen Bock auf uns. Okay, was ist denn hier schon wieder los? Und hier ist ein Mamfaxu.
Schrecklicher Hunger. Ah, dieser Duft, wie köstlich. Große Beere aus Holzkiste. Zerbrech die Holzkiste, bitte. Ja, das hatte ich vor. Das habe ich nämlich auch schon gelernt. Das habe ich auch schon von Plaudergei gelernt. Ich weiß hier Bescheid. So, jetzt kann ich dich aufheben. Und jetzt jemanden bringen. Oh, deine große Beere, sehr köstlich. Oh, gibst du sie mir? Oh, sehr, sehr lecker. Und du und ich sind jetzt Genossen. Hast du schon gewusst? In die Park Poke, gibt's viele verschiedene Sorten von Beeren. Nämlich die grüne Beere, die rote und die goldene. Die goldene ist aber sehr, sehr selten. Yay! Und wir haben jetzt auch mit meinem Faxe befreundet. Was macht denn Tropius hier? Tropius ist auf Bärenjagd. Echt? Ne? Ich glaube, ihr merkt, in welche Richtung dieses Spiel geht. Es ist einfach wirklich super, super interesting einfach nur. Okay, und der ist auch wirklich hier so Regenbogenfarben eingetragen. Und man kann sich hier einfach so ein bisschen umgucken und hier alles anschauen. Es ist natürlich nicht insane herausfordernd, vermute ich mal. Wobei, ich meine, ich habe keine Ahnung, wie die Minispiele noch werden. Vielleicht kommen da noch richtig Spiele. Richtig schwere Spiele. Aber ich glaube, es ist einfach so ein richtiges Feel-Good-Game. Und ich sehe das einfach voll bei uns, ne? So, was machst du hier, Tropius? Hör mal, wie mein Magen knurrt. Wärst du vielleicht so freundlich, mir eine große Beere zu bringen? Aber wenn du sie schon alle an ein anderes Pokémon verfüttert hast, kannst du mir gerne noch einfach bei deinem nächsten Besuch in der Grünzone eine vorbeibringen. Ja, aber ist in jeder dieser Boxen eine große Beere drin? Ich müsste die vielleicht auch treffen. Die Box. Nein, Stopp, Abbruch. Die Kamera war nicht so ausgerichtet, wie ich wollte. Moment, zack. Nein, okay, ist Holz drin. Okay, aber Holz brauche ich jetzt legit nicht, ne? So, dann droppen wir das mal wieder. Hier, wir müssen auch irgendwo so eine große Beere finden, oder? Ah, warte mal, aber dieses Holz braucht doch safe das Bidi-Fass da vorne, oder? Das ist doch fast schon sicher, dass der Kollege das braucht. Was soll ich tun? Ich kann meine Freunde nicht zu mir rufen, weil Bisaflors Schergen die andere Seite der Brücke überwachen. Ach, Bisaflor ist böse! Das heißt, das Bisasam ist gut und das Bisaflor ist böse? Okay. Aber scheinbar will das Bidi-Fass kein Holz haben. Ich hätte schwören können, dass jetzt hier so eine Holzquest ist. Okay. Dann habe ich jetzt aktuell noch keine große Beere, außer hier ist eine drin. Nee, hier ist überall nur Holz. Ich weiß halt nicht, ob die große Beere, die bei dem Mamfaxo war, ob die sozusagen wieder spawnt, wenn wir sozusagen die Zone wieder betreten. Weil das hat der Tropius so ein bisschen gesagt, so wenn du wiederkommst, kannst du mir die wieder geben. Ich würde sagen, wir folgen erstmal dem Bisaflor und schauen mal, ob wir dem Tropius dann irgendwann anders helfen können. Jetzt schaue ich erst nochmal hier rüber, ob hier was ist, weil wir haben auch so eine wunderschöne Minimap. Und dann guck mal, hier ist ja, schaut mal, hier ist eine Art Spielplatz, ne? Muss ich jetzt so hochhüpfen. Hey, Habitak, was geht? Hey, Bisaflor, der Zonenmeister, der Grünzone hat mich dazu abgestellt, in seinem Namen diese Turnübung zu beaufsichtigen. Okay. Muss ich einfach da hochhüpfen, ne? Lol. Wie das hier so trommelt, wenn man das schafft. So. Die Frage ist jetzt nur... Oh, boy. Jetzt fängt er an zu sprinten. Die Frage ist nur, wo ich hinkomme, wenn ich das jetzt hier aufmache. Ah, hier ist eine große... Oder ist das eine normale Beere? War das eine große Beere oder eine normale Beere? Wir schauen mal nach. Aber ich meine, es war so eine orangene, ne? Dann müsste die ja eigentlich groß genug für uns sein. So, dann kann ich die... Ah, nee, okay, die habe ich nur so eingesammelt. Die ist 50 grüne Beeren wert. Alles klar, aber das war keine große. Das heißt, auch orangene Beeren können quasi klein sein, sozusagen. Ich verstehe, Freunde. So, aber dann wollen wir doch jetzt mal das Bisaflor suchen. Das scheint ja hier wirklich so ein bisschen... Ich weiß nicht. Der Mafia-Boss oder sowas in die Richtung zu sein. Ich kann aber auch noch hier hinterlaufen. Was steht da vorne? Oh, das ist ein Fulipoba. Damn, hier laufen ja richtig majestätische Pokémon rum. Das ist doch eine schöne Sache. Hi. Willst du mit mir reden? Wie wär's mit einem Wettstreit? Komm einfach nochmal zu mir, wenn du 20 Freunde gefunden hast. Aha!
Okay, mit 20 Freunden will Fulipova mit uns chillen. Die ist so ein bisschen so Fame-geil, ne? Die ist so, ja, also ich chill schon mit dir, aber nur, wenn du auch wirklich beliebt bist. So, also, wenn so 20 Leute dich mögen, so, dann gebe ich mich auch mit dir ab. Du hast trotz des Verbots an jedem Spiel teilgenommen und es sogar gemeistert. Du bist mir fast schon ein bisschen unheimlich, wie? Ah, du willst wissen, wo Endivia ist? Bei dieser Flur auf der anderen Seite dieser Brücke. Na gut. Sollte Celast es schaffen, beim Schüttelsprint eine besonders gute Leistung, mit anderen Worten, also die Bonusleistung zu erzielen, dann lasse ich dich über die Brücke. Aber ein fußfaules Pokémon wie er schafft das ohnehin nicht. What? Okay, Celast muss das schaffen. Aber müssen wir uns dann vielleicht nicht erstmal mit Celast befreunden? Bevor hier irgendwas passiert? Na, der will immer noch die große Beere. Naja, okay. Aber muss ich dann quasi jetzt nochmal zum Schüttelsprint zurück? Und vielleicht kann ich ja dann Celast schon auswählen. Weil ich meine, ich habe mich jetzt hier schon einigermaßen umgeguckt, würde ich sagen. Aber ich habe hier noch keinen Celast entdeckt. Ah, schaut mal. Da vorne steht's jetzt. Hi. Celast. Du möchtest, dass ich für dich an Bisasams Spiel teilnehme? Nein. Was? Ich würde dir damit helfen, eine Freundin zu retten? Ah, okay, ich verstehe. Wenn du es schaffst, mich zu fangen, erkläre ich mich bereit, teilzunehmen. Ah. Okay, jetzt müssen wir den Kollegen fangen. Aber das sollte für uns ein leichtes sein. Einen kurzen Voltwechsel oder ein kurzes Risikotackle. Und dann haben wir den Kollegen doch auch schon. Wie das Celast hinten auf seinem Panzer lag. Oh boy, es tut mir leid. Oh, ich bin meterweit durch die Luft gesegelt und immer noch total wackelig auf den Beinen. Ja, genauso ausgelassen muss es bei unseren Spielen zugehen, damit sich die frohe Kunde über den Park weiter verbreitet und neue Pokémon vorbeikommen. Jetzt sind wir zwei Freunde. Ich werde dir beim Schüttelsprint helfen. Nimm diese Bären als Zeichen. Juhu! So, und wie gesagt, wenn da steht, ist Freund, dann, oh, Pachirisu ist jetzt auch angekommen. Ey, das ist voll cool, wie sich dieser Park immer weiterfüllt. Und Mobai ist jetzt auch da. Ich muss mich mit all den Pokémon befreunden. Ich bin vor allem so gespannt, wie viele epische Pokémon wir treffen. Ah, nee, der ist jetzt nicht regenbogenfarben. Okay. Ich verstehe noch nicht ganz, wann wir nur befreundet sind und wann wir regenbogenfarben befreundet sind. Nee, ich will nicht mit dir fangen spielen. Alles gut. Jetzt pass mal auf. Dann reden wir jetzt erstmal hier mit Mobai. Hi. Hast du in letzter Zeit ab und zu mal geflunkert oder gemogelt? Also ich habe ja noch nie in meinem ganzen Leben gelogen. Und im Moment habe ich auch nur Lust, mit dir Verstecken zu spielen. Du aber schon, oder? Beim Verstecken gilt es, das Pokémon, bei dem du gerade einen Wettstreit veranstaltest, innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu finden. Alles klar. Wollen wir Verstecken spielen? Ja, let's go. Okay, dann kann ich mich nämlich auf jeden Fall auch schon mal mit Mobai befreunden. Muss ich in die Richtung laufen? Hier? In die Richtung? Schauen wir mal. Da bist du auf dem Holzweg. Okay. Wie soll ich den Kollegen denn finden? Warte mal, jetzt drehen wir uns hier mal um. Ich sag's euch. Da bist du auf dem Holzweg. Verdammte Axt! Wo ist denn das Ding? Der hat doch irgendwas mit einem Felsen gesagt. Aber ich sehe hier keinen Felsen. Ich find's nicht. Ich schaff das Versteckspiel einfach nicht. Ey, Pachirisu, hast du Mobai irgendwo gesehen? Da bist du auf dem Holzweg. Du willst mich doch komplett hops nehmen. Ich bin in alle Richtungen jetzt einmal gelaufen und ich war immer auf dem Holzweg. Vielleicht hier hinter dem Baum? Irgendwo? What? Hä? Wo soll das sein? Ich habe gewonnen. Das nächste Mal suchst du besser etwas weiter weg nach mir. Okay, wir probieren das nochmal. Freunde, das kann doch nicht sein. Er hat uns doch irgendeinen Tipp gegeben. Ja, ich will Verstecken spielen. Ich werde mich auf keinen Fall an einem Felsen verstecken. Okay, also doch, eben. Irgendwas mit einem Felsen. Okay, Freunde, wir checken jetzt alle Felsen ab. So. Hier nicht? Da bist du auf dem Holzweg. Warum denn? Okay. So, haben wir den Felsen schon überprüft? Ja, aber da ist er auch nicht. So, hier ist auch ein Felsen. Aber hier ist er auch nicht. Und wenn ich hier hinterlaufe, hier ist auch ein Felsen. Da heißt es auch, ich bin auf dem Holzweg. Dieses Versteckspiel ist zu hoch für mich.
Da ist es! Oh, boy. Let's go! Ey, man. Wow, das ist die Gabe, Wahrheit von Lüge zu trennen. Lass uns Freunde werden. Das meine ich ehrlich. Der alte Mogelbaum ist angeblich auch hier, um mit dir Verstecken zu spielen. Yeah. Okay. Wir sind mit Mobile befreundet. Und jetzt ist Mogelbaum hier, da hinten gekommen. Jetzt können wir uns mit denen dann auch befreunden. Aber wie werden wir jetzt beste Freunde? Mobile. Ah, wir sind jetzt schon beste Freunde. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe noch nicht genau, wann man hier Best Buddies wird und wann nicht. Aber ich meine, sobald wir die auf Regenbogen haben, haben wir ja quasi alles, was wir brauchen, ne? So, Kollege, ich würde gern nochmal teilnehmen. Gekabo sagt, wenn Celast es schafft, die Bonusleistung zu erzielen, dann darfst du die Brücke überqueren, ne? Okay. Die Frage ist nur, ob Celast irgendwie langsamer oder schneller ist. Oder, I don't know, ob das jetzt genauso einfach ist. Was labert der denn jetzt? Neben Pikachu können auch einige der Pokémon an den Spielen teilnehmen, mit denen du dich angefreundet hast. Schaffst es, ihre jeweiligen Bonusleistungen zu knacken, erhältst du Beeren. Okay. Ja, ich will teilnehmen. Aber er hat ja auch gesagt, es reicht, dass wir es nur einmal schaffen. So, Freunde, da ist Celast. Der muss eine 10,50 schaffen als Bonusleistung. Okay, dann scheint er wirklich langsamer zu sein. Dann scheint es pro Spiel unterschiedliche Qualitäten zu geben, ne? So, wir schaffen das. Let's go! Ja, der braucht deutlich länger, um auf Turbo-Leistung zu kommen. Ich laufe auf Vollsprint. Okay, 8,96. Sehr gut. Ich bin stolz. 100 Beeren nochmal. Nice. Erneut spielen, anderes Pokémon beenden. Nö, ich würde sagen, wir beenden. Celast, ich bin stolz auf dich. Und ich muss wirklich sagen, diese Ladesequenzen sind eine 10 von 10. Jetzt, wo Celast die Bonusleistung erzielt hat, sollte Gekabo auch die Brücke wieder freigeben. Schnell, mach dich auf den Weg. Ja, das mache ich. Und ob wir wirklich über die Brücke kommen, Freunde, das erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bei Pokepark Pikachus Abenteuer. Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.